Flageolets entstehen, indem man die Saite mit einem Finger der Greifhand über dem Bundstäbchen leicht berührt, ohne die Saite niederzudrücken, die Saite anschlägt und den Finger sofort wieder wegnimmt. Auf der Grafik sind Orte eingetragen, wo auf dem Griffbrett du natürliche Flageolet-Töne erzeugen kannst. Die Flageolet im 5. und 12. Bund heißen wie die Saite, die du gerade anschlägst. Die Flageolet im 7. Bund heißen wie die Noten im aktuellen Bund. Über dem Bundstab des 7. und 12. Bundes findet man die Töne der E-Moll-Pentatonik. Man kann die E-Moll-Pentatonik Ton für Ton mit Flageolet-Tönen spielen, indem man eine Saite überspringt. Der Ton Fis, der in der E-Moll-Pentatonik nicht vorkommt, ist die große Nonne der E-Moll-, E-Dorischen und der E-Mixolydischen Tonleiter. Zum Beispiel ist der Ton G im 12. Bund als Flageolet gespielt, die kleine Terz eines E-Moll-Dreiklangs. Wenn du den Pfeilen folgst, spielst du die E-Moll-Pentatonik ab dem Ton H. Die gleichen Flageolet im 12. Bund erreicht man aber auch im 5. Bund. Benutze den Zeigefinger für die Flageolet im 7. und den kleinen Finger für die Flageolet im 12. Bund.